So, was hatten wir eigentlich hier nochmal genau vor? Ach, den Müll, ja, das war eine, ja. Meine Lieben, ich wurde darauf aufmerksam gemacht von Lippo. Der hat mir nämlich vorhin noch eine Privatnachricht geschrieben. Ich konnte noch nicht darauf antworten. Dankeschön, Lippo, an der Stelle. Und zwar hat er geschrieben: Ey, Zwerg, komm mal zurecht, Mann. Ja, du musst den Müll so rüber, so hier abholen. Ja. Okay. Hat er recht, ne? Hab ich einfach nicht mehr drüber nachgedacht, dass das ja auch noch so ein Ding ist. Wir werden den Müll extern lagern. Wir könnten natürlich auch sagen, pass auf, wir packen hier mal nicht Aluminium rein. Aber das Freilager ist es halt nicht. Es muss eine Müllhalde sein. Das heißt, wir können die nicht mitnutzen. Ja. Die Freilager gehen nicht. Ja. Erno, auch dir einen wunderhübschen guten Abend. Hi, Hallöchen. So, wir erhöhen die Prio bei den zwei Sachen. Das bauen wir dann gleich auch neu. Aber wir werden auf jeden Fall diese Müllgeschichte machen, weil das ist natürlich ein Exportlager und er braucht einen Absatzcontainer. Und da die voll sind, das ist schwierig. Wir haben hier Alu und wir haben hier Stahl. Ja. Ein Warenhausexport müssten wir auch mal bei Zeiten machen. Ein weiteres Schüttgut wäre mal auch mal. Ja, wir müssen das vielleicht auch irgendwann mal komplett umbauen. Für den Moment ist das noch fein, aber ja. Schön, dass ihr hier null Arbeiter herbringt. Das freut mich sehr. Aber es hat gereicht scheinbar. Was? Okay. Gut. Guti. So, also die Megabrücke nach da hinten ist in Arbeit. Stromleitungen sind hier am Bützenbach, an einem anderen Bützenbachteil. Ja, okay. Können wir den Speed in der Stadt auf 70 machen? Ja, können wir uns mal über das Verkehrssystem können wir mal auf jeden Fall uns Gedanken machen. Okay, jetzt ist es auf jeden Fall weg. So, dann machen wir uns jetzt die Müllhalde her. Mit Greifer klein. So, dann ziehen wir die Straße, aber gleich mit Asphalt gelegt. Machen wir hier gleich ein Upgrade drauf. Mache hier gleich mal ein bisschen Erweiterungen. So. Das sollte nicht ewig dauern. Aber dann haben wir jetzt hier die Müllhalde. Ist dann auf jeden Fall in Arbeit. So, okay. Raser. Selbst aber ein Hubschrauber-Baubüro. Ich weiß ehrlicherweise nicht, ob wir Hubschrauber easy importieren können. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, ehrlich. Kann ich. Ich weiß nicht, ob ich die. Oh, was hier? Hier hängt einer. Ach, der kommt hier jetzt nicht mehr zurück. Okay, im Bauschuttexport. Ja, alles klar. Das ist nicht schlimm, der blockiert jetzt nur eine Strecke. Das ist aber okay. Damit kann man leben. Gibt es auch ein Gleisnetz? Noch nicht, Anoho. Noch nicht. Aber du wirst, wie gesagt, wir sind kartentechnisch, mal gucken, wir sind hier nur in diesem einen Tal und auch noch nicht mal wirklich. Also wir haben, unsere gesamte Infrastruktur beläuft sich hier auf vielleicht 4 Quadrate von dieser riesengroßen Karte. Du siehst also, wir werden irgendwann die Ölgeschichte auch zum Beispiel machen oder andere Ressourcen und wir werden hier auch mit weiteren Zugverbindungen arbeiten, auch durch Berge durch und so weiter, weil das würde sich einfach für das Ding hier anbieten. Ich habe die Spielmusik mal heute ein bisschen leise. Ich kann sie auch für euch noch ein bisschen lauter machen, wenn ihr wollt. Wobei das ist immer so relativ, ne? Ah, okay, fliegen ins Baubüro, gut.
Benny will eine Wette. Echt? Will Benny eine Wette? Und dann? Was für eine Wette? 150.000 ist aber OP. Ja, wir kennen ja Hubschrauber schon. Also wir haben die ja schon mal früher gehabt. In der letzten Staffel hatten wir ja auch schon welche. Ich weiß ja schon, dass die gut sind. Ne? Das Ding ist halt, wir müssen vor allen Dingen eins machen. Und zwar, wir müssen hier mit unseren Gleislinien raus. Und vor allen Dingen schauen, wie wir hier langfahren, ne? Also wir haben ja die Infrastruktur von Bützenbach selber, gibt ja jetzt nicht mehr groß irgendwas her, hier Bahnhöfe zu bauen, in der Stadt zumindest. Das heißt, wir werden mal gucken, wie wir das auch aufbauen, dass wir da mit Bahnhöfen auch hantieren können. So, was wir aber machen, ist erstmal das Einwanderungsprogramm zu starten. Alter Schwede, was ist denn hier schon wieder ab? Ich fürchte, die brauchen doch noch einen längeren Intervall, ne? Und er wartet halt auch für immer, ne? Aber jetzt haben sich die Seiten hier mal ein bisschen gelöst, ne? Für die Bahn muss erstmal Stahl her. Von Bird, da bin ich bei dir. Stahl brauchen wir definitiv. Da gebe ich dir auch recht. Stahl brauchen wir definitiv. Das wird mit dem, was wir haben, nicht reichen. Lippo, hallo. Grüß dich. Na, Lippo. Lippo unterstrich 92 liegt beim Stream hart. Dankeschön. Moin, Chef. Vielen Dank für 53 am Stuck. Dankeschön vielmals, ey, Lippo. Ich wollte dir nochmal Danke sagen für deinen Kommentar, tatsächlich, beziehungsweise für deine Nachricht. Vielen lieben Dank dafür. Wo ich es gelesen habe, habe ich mir an den Kopf gelangt und habe mir gedacht, ja, mein, natürlich. klar. Dafür hat es gestern Abend dann einfach nicht mehr gereicht. Hat geklappt, wir sind gerade dabei. Ne? Wir bauen gerade aus hier unten. Unter anderem auch eben mit dem neuen, mit der Müllhalde. Also ist in Arbeit. Wir sind gerade erst rein. Also hast noch nichts verpasst. So, das ist ganz cool eigentlich so. Wenn du den Kreuzungspunkt mit reinnimmst, dann ergibt das alles auch insgesamt viel mehr Sinn. Aber jetzt ist natürlich der Intervall hier unten super dämlich. Also. 1, 1, 1 machen wir. Also pass auf, der hier. Also der 1er Intervall ist da die 1 grün. Und alle haben rot. Wir können aber Folgendes machen. Wir können die 1 und die 3 rot machen. Sind grün. Die 2 sagt nur, dass die 2 und der Rest rot ist. Und dann machen wir hier 30 Sekunden und hier 50 Sekunden. Und probieren das mal so aus. So, das müsste... Jetzt gehen beide hier raus. Jetzt müsste das funktionieren. Die Verkehrslage auf die Reihe bekommen, ist ein blöd... Also ist eine schwierige Vorhersage, weil das jeder anders definiert. Ich meine, im Prinzip... das ist auch immer so eine Sache, die ist immer punktuell da.
jetzt, ich glaube, wir kriegen es jetzt schon deutlich besser hin, wenn das jetzt mal läuft, weil jetzt haben wir hier zum Beispiel einen deutlich geringeren Rückstau gerade. Ja, es ist jetzt, die haben jetzt natürlich 100 Jahre gebraucht, bis sie mal Gas gegeben haben. Das macht die Sache nicht einfacher. Hier fahren auch gerade 1000 Fahrzeuge durch. Ah, hier können wir auch mal wieder weiterbauen. Okay, die 1 braucht auf jeden Fall einen längeren Intervall. Das ist natürlich super geil, ne? Oh Leute, echt jetzt? Okay, okay, okay. Ihr könnt halt auch noch reinfahren, ne? Das wäre halt voll geil. Es wäre halt einfach schön. So, jetzt aber. Ja, wir hingen fest, ne? Und er kann nicht rausfahren. Wie kriege ich ihn jetzt hier raus, ne? Also, eigentlich müsste er raus, ne? Er müsste aus der ganzen Nummer raus. So. Kann man eine Spur fürs Einbiegen machen? Ja, aber nur, wenn du die ganze Straße veränderst. Ich müsste ihn hier irgendwie rausbekommen. So. Also, pass mal Obacht. Wir müssen das doch anders aufteilen. Also, die 1 ist grün, der Rest ist rot. Die 2, das kriegt 40 Sekunden. So, die 2 ist das hier, das kriegt 50 Sekunden und das kriegt 20 Sekunden. So, und let's go. Aber er kommt nicht raus, ne? Er kann hier nicht weg. Und er blockiert. Kann ich die irgendwie anders auf... Kann ich hier irgendwas raus... Also, der muss nur reinfahren. Das ist die einzige Herausforderung. So... Pass auf. Wieso fährt er nicht rein? Was ist sein Problem gerade? Dass der hier steht, glaube ich nicht mal.
Und dass er nicht rausfährt, verstehe ich auch irgendwo noch, wobei er das Problem ist, ne? Er würde durchfahren. Er würde durchfahren. Ne, die fahren durch. Also ist das Problem gar keins, okay? Was macht er hier? Nix, ne? So. Er funktioniert technisch aber schon. Und das ist der Wasserhügel, wo er hin muss. Und er muss zur Raffinerie. Sir Kissy, einen wunderhübschen guten Abend, hi. So. Jetzt bewegt sich einer. Jetzt haben wir's. Gott. Dauert jetzt noch ein bisschen, die hängen ja alle ein bisschen drin. Der war zu voll, ja. Sollte aber jetzt gleich besser werden. Kommen erstmal die von der Seite rein. Das könnte noch ein bisschen schwierig sein. Aber die haben nicht so viel Grünphase. Jetzt dürfen die alle erstmal raus. Sehr schön. Ist normal, dass manche durch die rote Ampel fahren. Die haben noch den alten Routenplan drin. Das kann mal passieren. Dass wenn die lange Zeit festhingen, haben die noch mit einem alten Routenplan zu tun und haben die Ampel einfach noch nicht auf dem Schirm. Sollte gleich, wie gesagt, sollte sich jetzt gleich normalisieren. Ja, wie gesagt, hier löst sich auch gerade der Riesenknoten alles auf, das ist okay. Jetzt schau, jetzt wird's schon besser. Los, meine Dwerge. Schauen wir mal, Vampirazu! Tak, War Ya Lang Nick Mer Da Winking Face. Winking Face? Dankeschön für 1 Euro! Vielen lieben Dank! Danke vielmals, Vampirazo. Vielen Dank. Sakisi sagt, feiere deine Eco-Videos auf YouTube. Ey, das freut mich. Eco war ein mega geiles Projekt. Ich hoffe, wir machen das irgendwann wieder. Weil Eco war ein so schönes Projekt einfach. Das hat so Laune gemacht. Schau, jetzt hat sich doch komplett gelöst einfach. Cosmos, wunderhübschen guten Abend auch dir. Hi. Hier hatten wir mal eine Ampel. Die haben wir, glaube ich, wieder zurückgebaut, ne? Wie schaut es in unserem Knast oben aus? Ja, da haben wir natürlich jetzt wieder einen Haufen entflohene Häftlinge, nämlich... Ah, ja, alles klar. Kurze Überlastung. Aber die ganzen Knast-LKWs waren... Oder die Knastbusse waren ja alle auch mit festgehangen.
Das ging fix mit dem Verkehr? Ja, doch, durchaus. Also wenn du einmal diesen Knoten gelöst hast, das wird nach hinten raus, dauert es natürlich noch, ne? Guck mal. Also das dauert jetzt, bis sich das alles nachträglich noch alles ein bisschen akklimatisiert. Ja. Stück für Stück. Das Finale von Eco war mega, schon, ne? Jetzt hat sich das doch, das hat sich, wie gesagt, das löst sich dann schon auf mit dem Stau. Die 1 ist Durchfahrt verboten. Dann machen wir die 2 zur Vorfahrt. Ja, wobei das bringt hier auch nicht viel. Die Geschwindigkeit erhöhen bringt ja auch hier gar nichts, ne? Hier hinten vielleicht noch in dem, auf der Spur. Wobei eigentlich nicht mal da. Also eigentlich nicht mal da, sondern vielleicht hier noch. Und hier kannst du es gar nicht machen, ne? Dann machen wir hier auch eine Vorfahrtgeschichte. So würde ich es am liebsten machen, ne? Aber es geht nicht. Geschwindigkeit erhöhen, wie gesagt, das bringt nichts, wenn die stehen bleiben. Sobald die einmal stehen bleiben, staut sich das nach hinten durch. Und das tun sie hier zwangsläufig wegen der Ampel. Und hier können wir keine Ampel bauen, außer wir machen das tatsächlich jetzt hier mal ein bisschen hübsch noch. Dann könnten wir hier eine Ampel reinbauen, die den Verkehr hier schleust. Oh, die Bützenbacher Nachrichten quasi, beziehungsweise die zwergonischen Nachrichten, sind etwas in Flammen geraten. Das steht schon ein bisschen leer, eine Zeit lang. Da kommt aber schon die Feuerwehr. Mal gucken. Die müssen das hinbekommen. Denke ich zumindest. Das sind richtige Hot News, ne? Die hier reinkommen. Ja, es brennt aber schon gewaltig im Verlagsgebäude. Ja, wird besser. Wird besser, okay. So, wir sind dann im Ausbau hier. Haben die da oben die Straße schon zum Teil fertig? Ja, guck mal, da stehen schon die ersten Brückenpfeiler. Nice. Stehen schon die ersten Brückenpfeiler. Ein Brandbrief der Opposition. Welche Opposition? Ja. So. Okay, hier sind wir voll. Hier sind wir voll. Hier sind wir auch voll. Dann würde ich vorschlagen, wie schaut es hier aus? Wir sind, wohnen schon, ja, wir werden bald, wahrscheinlich bald Leute kriegen, die, wir hatten auch schon ein paar, die bei den Eltern gewohnt haben, tatsächlich. Okay,
dann gestatten wir hier den Zuzug und werden hier die Gunst der Stunde nutzen und gleich mal einen Bützenbacher Burger einkaufen. 10 Einwanderer aus dem sowjetischen Block, let's go. Einfach mal das Häuschen hier voll gemacht mit neuen Arbeitskräften, die wir hier jetzt zusätzlich noch unterstützen müssen. Und jetzt brauchen wir hier natürlich mehr Leute im Laden selber. Und dann könnten wir hier die Etablissements steigern. So, die können von da aus da hochlaufen, ne? Ja, die kommen über. Oh, die kommen weit. Oh, krass. Dann könnten wir jetzt fast wieder mit den Leuten, die hier arbeiten, könnten wir die Touris anstarten, oder? Ja. Fehlende Mitarbeiter. Gleich nicht mehr. Do it. So, die Lipphotels laufen nämlich über. Das ist ein Problem. Das ist ein echtes Problem. Und hier die Polizei hat auf jeden Fall auch sehr viel zu tun. Das heißt, die neue Polizei, die große Polizeistation hier oben, entlastet auf jeden Fall um Welten. So, dann machen wir jetzt Folgendes. Dann holen wir uns jetzt hier mal bei den bildungsnahen Leuten hier vielleicht. Alle, die Bildung haben. Und klatschen da mal ein paar Leute rein. Das entvölkert natürlich hier vorne ein bisschen die Bildungsschicht, aber das macht nichts. Wir brauchen hier mal krass viele Leute mit Bildung. Damit hier auch genug Polizeibeamte und so weiter sind. Ja, das ist wichtig, dass das läuft. So, hier. Alter! What? Okay. Wir könnten auch ein paar Leute mit Uni-Abschluss kaufen, ne? So viel mehr kostet das auch nicht. Warum nicht? Mike, wunderhübschen guten Abend. So. Der Benny, das ist nicht wirklich eine Mod, sondern eher eine Anpassung, die du in den Spieldateien machen musst. Ich wollte vor Tagen mal da das, was damals im Discord gepostet wurde, mal zusammenfassen in einem Artikel. Aber nachdem die Website jetzt down ist, muss ich mir das nochmal in aller Ruhe angucken, fürchte ich. Kommen die bis da hoch? Nee, ne? Das ist zu weit. Alter, schau dir das an, wie viele Leute jetzt in dem Lipphotel unterwegs sind. Am Spritverteiler hängen die ja gar nicht, ne? Wo ist denn unsere Kneipe hier? Da. Paradise. Prozent. Da kommt Essen auf jeden Fall. Der Nahrungsverteiler hat das Blue Paradise aber auch am Schirm, oder? Blue Paradise, ja. Weil hier sind so viele Leute jetzt drin, das wird relativ dick beackert werden hier. Dann würde ich vorschlagen, wir kaufen uns im Nahrungsverteiler noch ein paar Fahrzeuge. Und zwar hätte ich ganz gerne abgedeckte Ladenfläche. Und zwar Geschwindigkeit. Ich hätte gerne ein Fahrzeug, was sehr schnell ist. Und gut was laden kann. So, ich sag jetzt mal so, dieses hier zum Beispiel wäre so eine Idee, ne? 4,5 Tonnen Essen ist schon geil. Wir haben sonst immer 10 Tonnen oder bis zu 10 Tonnen. 92, aber der fährt 100, ne? Das ist auch nicht so geil.